So, da sind wir mal wieder. Bei einem weiteren Let's Play Minecraft. Hier in der Survival-Welt, mitten im Dschungel. Mit unserem kleinen Vorgarten, der schon da ist. Oh, da liegt auch noch was rum. Ja, und aufmerksame Zuschauer werden wissen... Zum einen, dass sie aufmerksame Zuschauer sind. Das ist ja so ein Gefühl, was sich in einem selbst einstellt, der Aufmerksamkeit. Des Weiteren werden sie mitbekommen haben, wie wir diesen Weg, der kein leichter war, geschaffen haben. Den haben wir nämlich in den letzten 2 Folgen gebuddelt. Ach, hier liegt ja auch noch alles rum. Ist ja praktisch. Zombies gibt es ja auch und anderen Krempel. Ah, und ein Ei. Mehr Seeds. Na, sehr schön. Weil die Sache war ja die, wir wollten ja mal ein bisschen Tiere einfangen und uns eine Farm gönnen und so. Ah, da sind sie. Ui, eine Mini-Kuh. Mit einem Riesenschädel. Ach, ist das schön. Ja, dann vertreibt euch mal wieder die Zeit ohne mich. So, und damit es hier gut wird, fangen wir mal an, hier ein bisschen auszubauen. Und damit wir hier richtig ausbauen können, müssen wir jetzt erstmal hier ein bisschen... Terraforming betreiben. Diese Scherenhände wollten wir uns auch noch machen. Edward mit den Scherenhänden. So. Weil damit wir hier jetzt ein wunderschönes Gatter für Viecher aufbauen können, müssen wir hier erstmal ein bisschen einebnen. Denke ich mal. Den brauchen wir nicht, den Kürbis. Ergo. Geht's jetzt erstmal los hier mit ein wenig Planiererei. Sollten ja keine Ressourcen hier unbenutzt rumliegen lassen. Dafür geht's uns noch nicht gut genug. Alles wird benutzt. Mich hat es ein bisschen gewundert eben, dass die Herzchen fehlten bei den Kühen. Ja, vielleicht haben Kühe keine Herzchen. Ich müsste aber alles Herzchen haben. Das ist bestimmt eine der tollen Sprite-Animationen, die ich hier ausgeschaltet habe. Oh, toll. Dann haben wir schon keinen Dirt mehr. Ach ja, wohl vorbereitet das Ganze wie jedes Mal. Von daher müssen wir es wohl erstmal so nehmen, wie es ist und fangen hier mal an, ein bisschen Zaun zu setzen. Wobei wir müssen eigentlich das ganze Ding hier zu planieren, damit es so funktioniert, wie ich denke. Und jetzt bin ich schon so in Minecraft, dass ich ganz vergessen habe zu erwähnen, was für Musik wir denn heute hören, weil wir hören ja wie immer... Schöne Musik von Jamendo.com. In diesem Fall hören wir die Space Monk. Ohne S. Space Monk. Also den Space Monk. Nicht die. Den Space Monk. Den Weltraummönch. Ein amerikanischer Jazz-Komponist oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall macht er Jazz. Das Album Things and Stuff begleitet uns hier im Hintergrund mit sanften Tönen. Können Sie ja mal ein bisschen unsanfter machen. Wir machen es mal ein bisschen lauter. Ach, ist herrlich. Bisschen smooth passt auch zur Landwirtschaft, die wir jetzt betreiben wollen.
Und jetzt heißt es erstmal wieder rennen, rennen zum Haus, um neue Melonen zu ernten, zum Beispiel. Ach, das Zeug ist richtig toll. Es geht ab wie Sau. Aber gut. Mautz. Ja, Katzen haben wir auch schon jede Menge. Ozeloten. Auch genannt. So. Ja. Sollte erstmal reichen. Das Feld ist auch schon fast wieder fertig. Naja, warten wir noch einen Moment. Können wir dann immer noch gleich ernten, weil wir wollen ja eh die landwirtschaftliche Produktion umbauen, dass sie da hinten mehr auf der Wiese stattfindet. Da müssten wir auch noch mal ein bisschen Efeu wieder re-implementieren, replantieren. Ah, und da grunzt immer ein Zombie, wenn wir vorbeigehen. Ganz hungrig grunzt er da vor sich hin. Zum anderen muss ich sagen, die letzten zwei Folgen waren ja Livestreams gleichzeitig. Also ihr hättet das Ganze gestern am Mittwochabend auch live sehen können. Da streame ich nämlich immer auf Regame, Twitch und anderen Plattformen. Und 3D ist glaube ich auch noch dabei. Und in diesem Stream wurden die Folgen eingespielt und waren damit auch live zu sehen. Live ist live. Nichts ist so live wie live. Nö. Ja, das war gestern Abend. Aber heute Abend ist ja heute Abend und jetzt wird es schon wieder dunkel. Aber damit ihr nicht so sehr auf Entzug ratet, dachte ich mir, ich mache jetzt nochmal ein halbes Stündchen hier ein bisschen weiter. Den Chill Out muss ja auch sein. So. Sonne ist schon fast weg. Oh, wir müssen wieder was essen. Mann, wenn wir was tun, müssen wir ja richtig viel essen. Wenn wir blöde rumlaufen, müssen wir weniger essen. Anscheinend gibt es da auch einen Zusammenhang. Aber gut. Jetzt hoffen wir nur, dass uns von oben King Creeper oder was auf den Kopf fällt. Das sieht ganz gut aus. Sehr gut. Ich glaube, ich stelle mir da vorne gleich nochmal ein Bett auf. Brauche ich nicht immer bis oben latschen. Und für ein Bett brauchen wir Wolle. Wow, ich glaube, wir stellen uns kein Bett auf. Dafür haben wir zu wenig Wolle. Aber eine Schere könnten wir haben. Da sieht sie ja. Die kleinen Kittys. Ah, toll. Und da schubst mich das Mistvieh hier von der Kante. Unglaublich. Ja, komm mal mit. Komm mal mit. Komm mal mit. Komm her. Ja. Hui. Hinsetzen, hinsetzen, hinsetzen. Hinsetzen. Hui, ein kleines Kätzchen. Ach ja. Ja, wir werden sie dann irgendwann Maisbieten verkaufen an Alfs, die hier auch noch bald dazu gepatcht werden, bestimmt. Irgendwas muss man mit den vielen Ozeloten, die man sie hier züchten kann, machen können. Dass die einfach nur blöde durch die Gegend stehen, ist ja auch irgendwie nicht ganz Sinn und Zweck des Ganzen, glaube ich. Muss nicht sein, muss nicht sein. Aber erstmal ein Mitternachtssnack, noch ein wenig Melone. Und es wird dunkel. So, habe ich denn noch? Nee, habe ich natürlich nicht bei. Ja, genau. So, miauts, miauts, miauts. Da haben wir die Sache ja schon ordentlich hier. Hallo. Warum kann ich denn hier nichts anklicken? Ich hasse es. Da hing schon wieder eine Taste, ey.
dieses Minecraft, ey. So, davon machen wir uns gleich mal zwei. Weil davon kann man nie genug haben. Mauts. Ja, das erstmal so mit. Ein bisschen, bisschen Schafe ernten muss auch mal drin sein. Ja. Nein, das kommt nicht hier rein, das kommt da rein. So. Ich wollte ja noch in die Öfen. Oh ja. Das lohnt sich ja. Das lohnt sich nicht. Das lohnt sich auch nicht. Vor allem, wenn es die falsche Kiste ist. So. Gut sortiert. Gehen wir weiter. Zwei lohnt sich jetzt nicht. Für zwei mache ich den Ofen nicht an. Da warten wir noch ein bisschen. Oh, das wächst es. Das, was wir brauchen für die Beschützer unserer Herde. Weil die werden wir dann da drüben noch bauen. Die Golems. Die dann unser Viehzeug auch in dunkelster Nacht beschützen werden. Dafür sind sie nämlich da. Mhm. So, und diesen Ausgang hier wollte ich auch nochmal anders bauen. Dann mal gucken, ob ich das jetzt noch mache oder dann in einer weiteren Folge. Ja, packen wir erstmal die Schere beiseite. Wir brauchen sie ja nicht akut. Ich sehe jetzt auch nicht so viel Schafe hier gerade. Wir müssen ja erstmal hier die grundsätzliche Ackerbaufläche ein wenig erhöhen. Erhöhen im Sinne von vergrößern, weil hoch genug ist sie ja, naja, auch noch nicht ganz, aber daran arbeiten wir ja gerade. Dass die ganze Sache hier ein bisschen höher wird. Müssen wir das hier nochmal... Weil wir müssen ja auch noch, eine Baumplantage anbauen und so. Und ich dachte ja, ich muss das jetzt alles da drüben auf diesem Berg machen, aber irgendwie ist jetzt hier auch schön, finde ich. Weil wenn wir hier die Ebene so ein bisschen nach unserem Gusto formen, wird es ja bestimmt besser. Mit dem Gusto und anderen Dingen. Oh, da war die Framerate aber richtig unten eben gerade. Naja, gut. Schon schlimm, wenn der eigene Rechner nicht mal ausreicht, um Minecraft darzustellen. Bei 30 Frames. Aber das hat man davon. Muss ja mal drüber nachdenken. Ich dann demnächst. Mit meinem Rechner so umgehen mag. Weil eigentlich reicht's ja. Das ist immer so dieser blöde Punkt, ne? Eigentlich reicht's ja noch. Es funktioniert alles eigentlich, ne? Da an der Formulierung hört man's ja schon. Eigentlich könnte ja besser. Gut, dieser Rechner ist jetzt auch schon wieder 3 Jahre alt, 2 Jahre alt. Ich glaube, 3 sogar sind's inzwischen. Und da das schon wieder 3 Jahre sind, ja auch schon wieder darüber nachdenken, ob es denn nicht vielleicht besser spielen geht. Naja, mal gucken. Nächster Zeit glaube ich da ja nicht dran. Das Finanzministerium hat geschlossen. Da wird wohl nichts draus. Und nur, dass ich hier 5 Frames mehr habe, parallel dazu irgendwelchen anderen Blödsinn machen kann. Weiß auch nicht, ob sich das so in Euros gegenrechnen lässt. Das ist halt... Weil wir sind ja an dem Punkt, weil es eigentlich ja noch reicht, ne? Oh, machen wir hier so ein bisschen auf Natürlichkeit. Ja, natürlich genug für mich. Was würdet ihr sagen? Könnt ihr mir ja in die Kommentare posten. Wir hatten jetzt in den letzten Tagen nicht so viele davon. Aber ich würde mich freuen, wenn es mal wieder ein paar mehr werden. Auf jeden Fall können wir jetzt hier ein schönes Gatter bauen. Ja, so ist gut.
Tuck, tuck, tuck. Siehst du, Zaunrezept habe ich schon wieder vergessen. Also, wie man in Minecraft Zäune baut. Vor allem, wie man ein Tor baut, wäre jetzt auch echt von Interesse. Würde mich jetzt gerade aktuell brennend interessieren. Außerdem würde mich auch interessieren, warum ich das hier so klein gehalten habe. Aber gut, man kann ja nicht alles und so. Ne? Das ist ja immer kompliziert. Ich begleiche alles. So. Machen wir es mal so groß. Ja, toll. Dann können wir gleich noch korrigierend eingreifen. Hier auch. Ja. Genau. Wenn wir daneben hauen, dann richtig. Machen ja hier keine halben Sachen. Oder so. Ja, das sieht mir doch hier fast aus, als ob man da was weiden lassen könnte. Und da wir hier was weiden lassen wollen, müssen wir hier erstmal noch eine Lücke rein. Und da wir von hier kommen, machen wir hier noch eine Lücke rein. Und die Lücke ist eigentlich sinnlos, deswegen machen wir es immer wieder zu. Und machen hier dann mal noch eine Lücke wieder rein. Genau. Ja, das ist eigentlich ganz gut. Psychedelic Jazz im Hintergrund. Oh, auch ein wunderbarer Titel, den wir gerade hören. Wahlsex. Unglaublich. So, also bevor ich hier bin reinlocke, brauche ich eigentlich ja, ne, wir wissen es alle, Gattertüren. Wäre schon nicht ungünstig, wenn man die jetzt so hätte, finde ich. So. Da könnten wir sie craften, wenn wir denn wüssten, wie es geht. Und dafür befragen wir wieder das große Orakel. Verschiedenes. So. Genau. Ba, 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 ba. Mhm. Ja, dann weiß ich es ja jetzt. So einfach ist das. Haben wir denn alles dafür mit? Natürlich nicht. Doch, genau eins können wir machen. Das ist ja wieder perfekt hier. Ach nee, nicht mal eins können wir. Ach doch, eins, genau, genau, genau eins. Naja, setzen wir das erstmal hier hin. Ja, sehr schön. Also. Viel gewollt, wenig gekonnt. Gehen wir erstmal hier ein bisschen hoch in den Baum. Hallo? Irgendwie hängen hier ständig meine Tasten. Drückt hier ein Kabel auf die Tasten. Sehr gruselig. Nämlich vor. Weil man nicht mehr das tut, was er soll, sondern irgendwas tut. Aber ja, was soll's. Diese Boden-Dschungelbäume finde ich immer noch äußerst suspekt, muss ich ja sagen. Aber gut, was macht man nicht alles für ein bisschen Holz? Dann nimmt man auch die Boden. Oh, ein Apfel. Nimmt man auch die Boden-Dschungelbäume mit. Die müssten ja dann langsam auch die Blätter wieder verschwinden. Ja, hier dieses Grundprinzip des Holzrodens benutzen. Was dann ja auch entsprechenden Ausgang nach sich ziehen müsste. So, und so. Und so, und ja. Können wir ja so, so, so. So. 11 Tore. Na, sollte erstmal reichen, oder? Damit können wir hier auf jeden Fall jede Menge Zaun generieren. So. Und morgen, ja, schon morgen. Ach, toll.
Morgen, ja schon morgen, wollte ich sagen, dass das überhaupt geht. Kommen wir hier wieder her. Damit unsere Viecher sich dann nicht so einsam fühlen. Dann machen wir hier mal noch ein bisschen Licht drauf. Sollten sie sich nämlich über Nacht schon hier in die Richtung zumindest bewegen. So, hier nochmal eins. Und da nochmal eins. Ja, das sieht doch erstmal ganz gut aus. Also können wir hier ein bisschen Viecher einsammeln gehen und ein bisschen Fleisch generieren. Für die Fleischfresser unter uns. Mit dem Psycho-Jazz von heute, mein Gott, das klang so entspannt. Aber mit zunehmender Albumlänge neigen Jazzkomponisten dazu, echt crazy zu werden. Was sie in diesem Fall auch wieder ordentlich unter Beweis gestellt haben. So, gleich beißt mich ein Zombie in den Hintern. Haha! Hat nicht geklappt, blöder Zombie. So. Was wir eigentlich machen wollten, Schafe scheren. Haben wir jetzt gar nicht getan, weil wir gar keine Schafe gesehen haben. Aber gut, müssen wir durch. Ein bisschen was essen sollten wir auch vielleicht. Machen wir das gleich mal. Aber erstmal legen wir uns hin. Ah. Bis zum nächsten Tag. Gleich im Morgengrauen rennt der Landwirt los und kümmert sich ums Viehzeug. So auch ich. Aber ich wollte noch was essen. Guten Appetit. So. Guten Appetit. Könnte man jetzt sagen, könnte man aber auch lassen und vor allem könnte man ja mal gucken, ob das jetzt klappt mit den Viechern. Weil wir müssen ja erstmal uns jetzt hier, machen wir erstmal nur ein Gatter auf, würde ich sagen. Also ein Tor. Wo sind die Viecher? Da hinten ist was. Ergo nehmen wir diese Tür. Und sammeln mal ein bisschen ein. Ich sehe Schweine, ich sehe eine Kuh. Ja, das ist schon mal sehr gut. Alles Mögliche wird jetzt hier eingesammelt. So, hier sind es gleich drei. Hätte ich da auch gerne noch bei. Ja. Oh, Muh. Na, kommt ihr alle mit? Kein verloren? Nee, sieht gut aus. Eine Kuh reicht nicht, um eine Zucht aufzubauen. Also müssen wir gleich noch eine zweite Kuh fangen. Schweine haben wir auf jeden Fall genug. Auch die Fleischlieferanten in Deutschland. Von daher tun wir das, was man sowieso tut. So. Ja, jetzt müssen wir hier mal ein bisschen. Ne, meine Freunde? Ja, kommt da alle rein. Na, kommt wieder her. Und eins nach dem anderen. Hätte echt mal mehr Türen hier einbauen sollen. Leichter gewesen. So. Jetzt rennt die Kuh hier auch schon wieder raus. So, nächste Tür. Auf. So, hier. Hier geblieben. Viehzeug. Na. Schafft das denn heute noch?
die hängen genauso an der Kante, ne? Na, gehen wir mal ein bisschen rechts, ein bisschen links. Ja, jetzt kommen sie so langsam auf den Trichter. Na? Komm. Ja, ja. Schon wieder eins. Und schon wieder eins. Und ihr kommt jetzt alle mal mit. Hier bis in diese Ecke. Dann bleibt ihr alle mal schön hier drin. Klack. Klack. Sehr gut. Also das war nicht so die grandiose Idee. Mit den Dingern hier. So, du kannst gerne hier bleiben. So. Und euch zwei hätte ich eigentlich auch gerne noch. So, erstmal. Aber dafür müssen wir hier nochmal eine Tür setzen. So. Dann machen wir das Ding hier auch noch weg. Beine können wir hier an dieser Stelle auch noch eine Tür setzen. Die zweite dahinter ist eher so redundant. Können wir gleich wieder entfernen. So. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. So, Schweine haben wir jetzt hier drin im Gatter. 5. Na, das reicht eigentlich auch erstmal. Wir brauchen noch eine zweite Kuh. Da hinten sehe ich schon welche. Ach, sogar Baumkühe. Mann, was hier nicht alles wieder gibt. So. Uiuiui. 3 Kühe. Ja. Hier kommt mal mit. Put, 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 put. Wie ihr seht, klappt das auch bei Rindviechern mit dem Putput. Oh, ein Schwein haben wir auch noch gleich eingesammelt. So, jetzt müssen wir uns auch noch rückwärts geben. Wo seid ihr? Ja, ihr folgt mir alle noch schön. Ja. So, kommt alle mal rein hier. Ist die letzte Kuh, die muss auch noch rein. Na, komm, ich drängel. Ihr werdet alle geschlachtet. Irgendwann. Ja, alle mal hier rollig machen. Ja, gut. So. Mini-Kühe. Auch die Schafe hier. Einmal, zweimal. So, und hier einmal und zweimal. Zweimal. So. Sehr schön. Ah, was machst du denn jetzt hier draußen? Sehr, sehr schön. Ja, es sieht doch ganz gut aus. Mit unserer Farm hier. Wenn du nicht rein willst, bist du halt nicht mehr da. Ah! So. Ja. Da fehlt immer noch das Schaf für die Wolle. Also laufen wir hier mal ein bisschen so rum. Vor allem, wir könnten uns ja umkonfigurieren. Njam, njam, njam. Njam, 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 njam. So. Sorry. So, irgendwie fehlt mir ein Schaf. Ach, hier sind auch nur noch mehr Schweine. Schafe leben ja irgendwie sehr gerne im Dschungel, was ich nicht verstehe. Das sind Ozeolote. Kann man die auch scheren? Nach die rennen ja sowieso wieder weg. So, Wölfe fehlen uns noch, die wir uns dann zu Hunden umgestalten können. Und dann ist auch schon das erste Schaf. Ja. 3-mal Wolle. Ja, die müssen wir dann auch einfangen und drüben hinbringen. Das
machen wir dann in einer anderen Folge. Das ist mir jetzt etwas zu aufwendig. Schafe einfangen, das ist echt Arbeit. Vor allem in diesem Dickicht hier. Wo sie sich ja sehr zu Hause fühlen, warum auch immer. Alles Tarnschafe. Dschungeltarnschafe. Uiuiui. So, ein Schaf haben wir von seiner Wolle befreit, aber leider auch nur eins. Naja, was soll's. Dann ernten wir einfach neues Getreide. Weil Getreide brauchen wir ja jetzt für unsere kleine Farm. Und das heißt auch, dass wir hier unser Feld eigentlich mal ausbauen müssten. So, wieder etwas Melone. Ja, das machen wir dann aber auch alles hinten. Die Sonne geht eh gleich unter. Vielleicht sehe ich hier noch irgendwo ein Schaf. Sieht jetzt nicht so aus. Ach, dieser Baum sieht so einladend aus. Da bauen wir uns dann auch bald wieder was drauf. Der ist so richtig schön hoch und langen Ranken darunter. Das ist richtig hübsch. So, und da ist auch nichts weiter. Nö. So, nix. Nö, 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 nö. So. Dann will ich mal sagen, haben wir's, ne? Hammers, Hammers, Hammers. Hammers, Hammers? Ja. Na, wenn wir es dabei nicht haben, weiß ich gar nicht, was wir sonst haben sollten. Ja, aber das können wir jetzt wenigstens noch machen. Achso, Bretter haben wir schon da. Dann heißt das hier noch, damit wir... Also oben ist natürlich viel toller, das Bett. Das weiß ich. Ist total toll oben. Das Bett. Aber reiner Pragmatismus zwingt mich jetzt quasi dazu, hier einfach mal auch ein Bett aufzustellen, damit wir dann nicht immer so weit latschen müssen, bis hoch und so. Weil runter geht's ja schnell, aber hoch geht's immer so langsam. Wenn es dazu noch irgendwie Anmerkungen gibt, wie man da schneller hochkommen würde, wie man das hier alles umbauen kann, whatever, keep me posted, post me a comment. You know. So, die Bretter kommen dann wieder raus. Ich kann noch ein bisschen sortieren. Ja, rohes Fleisch ohne Kühlschrank. Angelschalter, Slime. Ach, was wir hier nicht alles schon gefunden haben an wunderschönen Dingen. Aber gut. So, Zäune und bla, das kommt eigentlich mit in die Holzkiste. Machen wir es erstmal unten hin. Falls wir dann irgendwann nochmal drüben ausbauen wollen. Glas haben wir auch noch ein bisschen. Siehst du, unsere Farm müssen wir viel besser gestalten, wenn ich das alles hier so sehe. Nachdem wir jetzt ja sehr viel Höhlenforschung betrieben haben für unsere Grundressourcen, hey. Lohnt es sich auch mal, nicht Höhlenforschung zu betreiben, sondern draußen ein wenig rumzurennen und draußen die Welt ein wenig zu modifizieren. Und es lohnt sich auch, weil da verrenkt schon wieder ein Zombie, seht ihr ihn. Da, er brennt. Gleich ist er tot. So, weg ist er. Also nochmal zur Information, am Ende kann ich es gerne nochmal erwähnen. Wir hörten Space Monk mit seinem Album oder ihrem Album Things and Stuff. Kommt aus den USA, war Jazz, Instrumental Jazz. Ich hoffe, es hat ein bisschen gefallen und Spaß gemacht und wir sehen uns dann demnächst wieder, wenn es wieder heißt Planlosigkeit in Klötzchenform oder einfach Let's Play Minecraft. Bis dann. Bye-bye.